Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist der Mark Hagenbeck. Hallo. Und ich bin der Sashi und er macht da irgendwas mit seinem Schloss und Becher, weiß der Teufel. Auf jeden Fall haben wir heute den 23. Januar und am 23. Januar haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Und das weiß nur der Marc, ich weiß nicht, was er da... Ich habe gerade versucht, eine Bombe zu bauen, aus einem Becher und einem vollen Geschloss. Eine Bombe? Hat leider nicht ganz funktioniert. Warum willst du Bombe bauen? Na, das hat ein bisschen was mit unserem Geburtstagskind zu tun. Nämlich der, der heute Geburtstag hat, hat Bomben der gebaut. Hätte das ganz locker mit dem Becher und dem Schloss gekonnt. Denn heute hat, am 23. Januar 1950, Richard Dean Anderson Geburtstag. Und der hat die erste Bombe gebaut, Richard oder? Dean Anderson ist ein Schauspieler. Und er spielt den MacGyver. Ach so, MacGyver, genau. MacGyver. Eine der Serien, die ich früher gehasst habe wie die Pest. Echt jetzt? Ich fand den nicht gut. Also mich hat MacGyver immer fasziniert. Er konnte also wirklich alles bauen aus einem Kaugummi, einer Blechbüchse und einem Draht. Ich fand's voll scheiße. Echt jetzt? Ich habe A-Team geguckt und Trio mit vier Fäusten und Colt Sievers. Und das, was habe ich gesagt? A-Team habe ich schon gesagt. Simon & Simon habe ich geguckt. Captain Future habe ich geguckt, aber MacGyver fand ich immer voll kacke, weil er immer aus den Sachen irgendwie so eine Scheiße gebaut hat. Ich fand das fand ich faszinierend. Ich habe es gerade probiert, das hat nicht funktioniert, aber er hat nicht nur MacGyver mitgespielt. Du hast ein Schloss gehabt und einen Kaffeebecher. Ja, ich dachte, das funktioniert. Was willst du da eine Bombe draus bauen, sag mal? Ja, klappen können. Wenn du wenigstens irgendwie Zündstoff gehabt hättest, irgendwie Terpentin oder sonst Kaffee irgendwas. Drin, oder Schwarzbrot. Ja, er hat auch bei Stargate übrigens mitgespielt, wollte ich noch ergänzen. Stimmt, bei Stargate hat er auch mitgespielt und da fand ich ihn auch kacke. Ja. Am 23. Januar 1950 wurde der Westteil Jerusalems von Israel annektiert und dann zur neuen Hauptstadt erklärt. Ah. Gucken wir mal. Hm? Haben wir auch gar nicht mehr auf dem Schirm, was alles so passiert. Nee, haben wir gar nicht mehr auf dem Schirm. Genau. Am 23. Januar haben wir aber auch ein Fakt des Tages. Ja. Und zwar 97% aller Euroscheine, 97% enthalten Rückstände von Kokain. Ja. 97%? 97%. Gott, das will, wie oft wird denn da gekokst? Naja, öfter. Aller Euroscheine? Aller Euroscheine. Aller Euroscheine. Also 100er, 5er. Mhm. 97%. Moment, warum? Weil gekokst wird oder weil Kokain in die, irgendwie transportiert wird? Nein, weil gekokst wird damit. Was? 97%? 97%. Also, hast du einen Euroschein irgendwie? Weiß nicht. Hier, guck mal hier, ich bin ja richtig, habe hier richtig was. Aber der ist ja ganz neu. Den glaube ich nicht. Na gut, es gibt ja nicht nur ganz neue, ne? Guck mal. Also der hier, der ist jetzt schon ein bisschen gebraucht. Ja, wo willst du das analysieren jetzt? Nee, das musst du ablecken, weil es schmeckt dann bitter. Ja, genau. Hast du gar nicht. Nee, der war? Du hast, es war gelogen, hast gar nicht abgeleckt. Bist du heil? Den habe ich aber abgeleckt. Also die Dinger haben jetzt zu 97%iger Wahrscheinlichkeit Kokainrückstände. Mein Mund ist ganz taub. Ja, ja, genau. Du bist nicht taub von Kokain. Also jedenfalls nicht die Körperteile. So, das war's. Ja, ja, das war der 23. Januar. Und am 23. Januar haben wir über Kokain gesprochen auf Euroschein. Wir haben gesprochen über Jerusalem, das annektiert worden ist. Und über MacGyver. Der hätte bestimmt mit dem Kokain irgendwas gemacht hier. Cheerio, Miss Sophie.